Nach der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen MIPRAG und GETEC im Mai 2016 und im Abschluss der Planung begann nun mit dem ersten symbolischen Spatenstich am 27. Juni 2017 der Bau des Windparks Hohenmölzen-Profen. 9 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 28,8 Megawatt sollen bis Ende diesen Jahres den Betrieb aufnehmen. Die zum Einsatz kommenden Siemens-Anlagen sind die modernsten ihrer Art und laufen im Betrieb besonders geräuscharm. Den Strom werden die Windräder über eine 13 Kilometer lange Sammelleitung bei Großdalzig, Sachsen, ins Netz einspeisen.